Servus meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video und zurück im Format Achtung Mafia Inside Italia. Wir stehen hier mit euch gerade vor den Toren der Camorra quasi und zwar direkt vor einer der beschlagnahmten Villen, die zu ihnen gehören. Man sieht hier auch schön das Schild, die dicke alte Kette. Das Ganze liegt jetzt ungefähr 8 Jahre zurück und ist ein etwas anderer Lost Place heute, denn das Gelände darf nicht betreten werden. Wir schauen uns jetzt mit euch gemeinsam die Villa an, geben euch ein paar Informationen über dieses Gelände und schauen jetzt hier nochmal nach links, denn das hier ist nicht die Villa. Das habt ihr eben gesehen. Das ist das Haus, in dem die Bodyguards saßen, denn dieses Gelände ist extrem überwacht gewesen. Es gibt auf der rückwärtigen Seite in so einem Feldweg Bewegungssensoren. Ich schneide euch hier so einen Bewegungssensor nochmal mit rein. Das ganze Gelände ist überwacht gewesen, also du kamst da auch nicht drauf. Es liefen Hunde frei auf dem Grundstück rum und es ist so ein bisschen, wie der eine oder andere manchmal schreibt, wie in einem Mafia-Film. Ja, so ist es. Die Autoren haben das auch schon irgendwo gesehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Villa der Camorra. Los geht's! Eine einsame Villa auf dem Hügel an einem See mit einer malerischen Kulisse. Doch der Schein trügt. Der Galasso-Clan. Und hier, ihr Kopf. Heute Kronzeuge. Pasquale Galasso. Aber wer ist er? Pasquale Galasso ist geboren in Pocimarino am 17. Mai 1955 in der Nähe von Neapel. Ihm gehörte einst diese Villa. Er war Chef des Galasso-Clans, einer der vielen Ableger der Camorra. Seit August 1992 ist er ein Pentito. Und seit nun gut 8 Jahren ist diese Villa, eindrucksvoll mit Pool und Palm, vom Staat konfisziert. Aber diese Villa war keine einfache Villa, sondern eine getarnte Pension, ein B&B, ein kleines Hotel. Aber warum hat die Mafia diese Gebäude und betreibt diese? Ich werde versuchen, es euch zu erklären. Die Mafia verdient Geld, viel Geld. Da ist der Mafiosi, der durch Schutzgelderpressung und andere Schwarzgeschäfte Geld verdient. Oft wird dieses Geld vermehrt durch den Kauf von Drogen. Durch den Verkauf der Drogen über Flüchtlinge generieren wir noch mehr Geld. Aber dieses Geld muss natürlich auch investiert werden in zum Beispiel Sportwagen. Aber das geht natürlich nicht einfach. Man würde auffallen. Somit muss das Geld erst gewaschen werden. Damit Geld erfolgreich gewaschen werden kann, bieten sich Hotels an. Denn in diesen Hotels werden ganz einfach Scheinrechnungen geschrieben. Auf diesen Scheinrechnungen werden Handwerker abgerechnet, die Renovierungsarbeiten durchführen. Gäste, die einchecken, aber nie da waren. Und Lieferungen verzeichnet, die nie geliefert wurden. Alles über Scheinrechnung. Aber warum die Scheinrechnung? Sie wird in bar bezahlt. Und das Bargeld kann der Staat nicht nachvollziehen. Es kommt über Strohmänner. Der Staat weiß also nicht, wer dieses Geld in diesem Hotel gelassen hat. Und hat somit viel Ermittlungsarbeit, um die Geheimnisse zu entlüften. Die Beschlagnahmung der Villa war ein riesen Medienrummel. Durch den Kronzeugen kamen immer mehr Details ans Licht und somit wurde auch diese Villa beschlagnahmt. Die örtliche Presse, Polizei, Fernsehen und Regionalpolitik waren vor Ort. Sie versammelten sich sogar in der Villa und hielten eine Pressekonferenz. Il castello di Miasino, dopo tanti anni, entra nel patrimonio della regione Piemonte. La politica fa il suo lavoro, mette insieme i pezzi che normalmente non si parlano, collega le istituzioni con la cittadinanza. Noi abbiamo una buona politica che non solo è Jedoch ist davon auszugehen, dass es in der regionalen Politik, Polizei und örtlich sehr bekannt war.
Die Geschäfte sind nie verborgen, denn bereits 2017 wurden 4 Mitglieder des Galasso-Clans verhaftet. Schutzgelderpressung. Sie fragt nach Pizzo. Pizzo bedeutet auf Italienisch, sich die Lippen befeuchten, sich am Geschäft eines anderen bereichern. Der Galasso-Clan geht äußerst brutal vor. Sie suchen Unternehmer auf und drohen ihnen, zahle dein Schutzgeld oder wir kommen wieder und jagen dich in die Luft. Mit diesen Aussagen erpressen und bedrohen sie Unternehmer in der Region. Der Galasso-Clan ist auch heute noch aktiv. Galasso selbst wurde bei Neapel geboren. Er kam aus einer guten Familie. Er studierte Medizin und fand seinen Weg in die kriminelle Unterwelt, als 2 Camorristi seinen Bruder entführten. Während der Entführung entwaffnete er einen der Entführer und erschoss alle beide. Der dritte konnte weglaufen. Es klingt wie im Film, aber ihr könnt auch das gerne in der Videobeschreibung unter den Links nachlesen. Somit fand er seinen Weg 1980 in die Unterwelt. Er trat dem ersten Clan bei und war bei verschiedenen Clankriegen involviert. In den Kämpfen unter den verschiedenen Camorra-Clans verlor Galasso einen Bruder. Galassos Freundin war Florinda Mirabelli, die Tochter von Mario Mirabelli, einem Camorra-Clan-Boss. Nach dem Mord an ihrem Vater hat sie Galasso um Hilfe gebeten, bei der Beschaffung einer Waffe, um den Mord zu rächen. Er besorgte ihr eine Präzisionsschrotflinte, aber die Rache wurde nie durchgeführt. Sie selbst wurde schließlich 1995 Kronzeugin gegen die 'Ndrangheta. Im Gegenzug hat sie eine leichte Strafe erhalten. Der abgesperrte Pool im Garten ist einer der letzten Überbleibsel. Die Villa ist bis heute verlassen. Sie ist weder zum Verkauf angeboten, noch ist eine weitere Nutzung vorgesehen. Die 4 Garagen, die Zufahrt heute verwachsen. Die Mafia in Italien ist somit weit verwurzelt. Wir haben euch schon viel gezeigt und werden euch auch noch mehr zeigen. Sie gibt es nicht nur auf Sizilien, nicht nur in Palermo, sondern bis an die Schweizer Grenze. Demnächst zeigen wir euch ein Einkaufszentrum, an der die 'Ndrangheta und die chinesische Mafia beteiligt waren. Seid also auch darauf gespannt. Und wirkt diese Villa nun wirklich wie ein Urlaubsziel? Oder dann doch wieder wie das Domizil eines Bosses? Die Villa ist so spektakulär, dass man sie trotzdem euch zeigen muss. Geht einfach nicht anders. So was Verrücktes gibt es in Deutschland nicht. Jedenfalls kenne ich es aus Deutschland nicht. Aber in Italien gibt es einiges. Ihr habt ja auch schon einiges bei uns gesehen. Und daher, wir mussten euch das zeigen und euch auch die Geschichte zu diesem Ort erzählen. Camorra ist nicht ungefährlich. Die Mafia, die organisierte Kriminalität ist in ganz Italien ja, wie ein Virus. Überall verbreitet, hat alles unterwandert. Und wenn euch mehr davon interessiert, verlinke ich euch jetzt hier die Playlist Achtung Mafia Inside Italia. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Und euren Eindruck von der Villa ab in die Videokommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Dienstag, Donnerstag, wie immer. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ciao, ciao.